Mohamed Erdemir, Bewerbungscoach in der Stabsstelle Chancengleichheit, demografischer Wandel und Integration. Meine Arbeit ist eine Kombination aus wirtschaftlichen und sozialen Themen, wo es darum geht, mehr Menschen mit Migrationserfahrung in Ausbildung, Weiterbildung und Arbeit zu bringen. Des Weiteren bin ich noch Social Media Beauftragter in unserer Stabsstelle. Man sollte auf jeden Fall eine hohe Fachkompetenz und Sozialkompetenz mit sich bringen und diverse persönliche Kompetenzen. Zumal wir sehr nah mit Menschen, sehr oft mit Menschen zusammenarbeiten. Und es geht um sehr persönliche Dinge, die wir dann auch bearbeiten und besprechen. Geboren bin ich an der Schwarzmeerküste in der Türkei. Dann kam ich als Kind aufgrund der Familienzusammenführung nach Ahlen. Und seitdem bin ich eigentlich auch hier im Ostalbkreis beheimatet. Ich habe hier den typischen Migranten Werdegang eigentlich, dass ich über den zweiten Bildungsweg, also Hauptschulabschluss, dann die Fachschulreife, anschließend Ausbildung und an der Hochschule für Technik und Wirtschaft BWL studiert. Und dann habe ich in der Wirtschaft als auch in der Selbstständigkeit und auch jetzt in der Verwaltung arbeiten dürfen. Das Coolste ist, dass man mit unterschiedlichsten Menschen zusammenarbeiten darf und es wird nie langweilig. Unterschiedlich heißt, also wir haben, wie vorhin bereits erwähnt, Menschen aus 120 Nationen hier in Ahlen, die Ahlen sich zur Heimat gemacht haben, und unsere Klienten sind von 12 Jahren, da fängt es an mit der Berufsorientierung, bis hin zu über 60-jährige Akademiker, Fachkräfte, dann auch unser Beratungsangebot wahrnehmen. Sehr gut läuft, dass unser Beratungsangebot wahrgenommen wird und dass sich auch seit 9 Jahren rumgesprochen hat. Also wir sind seit 2013 hier im Wirtschaftszentrum Ahlen vor Ort und das läuft sehr gut. Und hat auch sehr viel natürlich mit Vertrauen und mit dem guten Team zu tun. Ich glaube, das ist jetzt meine persönliche Meinung, dass wir im öffentlichen Dienst grundsätzliche Dinge einfach mal neu denken müssen. In puncto zum Beispiel Dienstleistungsgedanke, auch Digitalisierung, da kann ich mir vorstellen, dass man da auf dem Gebiet noch einiges machen müsste. Keine Angst vor Fehlern zu haben. Und also nobody is perfect. Es ist okay, wenn du fällst. Sei nicht so streng zu dir selbst. Einfach sie selbst zu sein. Offen zu sein, offen auf einen zuzugehen und ruhig trauen und auch keine Angst vor Fehlern zu haben.